Am gestrigen Samstag haben Bayern 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt in der Bundesliga bereits gepunktet. Heute sind die A-Junioren am Zug um wertvolle Zähler. Jedoch geht's heute in diesem Testspiel zwischen der Werkself und den Frankfurtern nicht. Die Leverkusener in den dunklen Trikots von links nach rechts, auch etwas schneller auf Temperatur. Stanilevic mit der Hereingabe und dann Ömer Tokarc mit der Führung nach 14 Minuten für die Werkself. Ömer Tokarc, der zweifache türkische U-Nationalspieler, überwindet hier Torwart Tobias Stiel und sorgt für die Führung nach 14 Spielminuten. Die Frankfurter in Durchgang 1, offensiv, behäbig, nahezu inaktiv. Der Ball mal durch auf Makanda Maleko. Ob das jetzt eine Hereingabe oder ein Abschluss sein sollte, weiß er selbst wohl noch nicht ganz so genau. Auf der anderen Seite der siebte der A-Bundesliga West mit deutlich mehr gestalterischer Qualität. Der Ball durch auf Tokarc, still dazwischen. Chance lebt noch. Ayman Asil, Frisur wie Kai Havertz, Abschluss nicht ganz so. Dann die 40. Eckball, der Ball in den 16er, viel Luftlöcher für die Frankfurter Defensive und das 2-0 für die Werkself. Ömer Tokarc mit seinem zweiten des heutigen Tages. Die verdiente 2-Tore-Führung von dem Mann, der bislang 5 Treffer in der Hinrunde der A-Junioren-Bundesliga erzielen konnte. Halbzeit in Leverkusen, Trainer von Aalen noch mit ein wenig Verbesserung im ohnehin starken Spiel der Werkself. Und so ging es auch weiter, die Frankfurter mit eklatanten Problemen im Aufbau und Leverkusen immer wieder mit starkem Umschaltspiel. Tokarc hier gerade noch so gerettet vom guten Keeper Still. Und so ging es weiter, wieder schnelles Umschaltspiel, die Frankfurter hinten locker und luftig verteidigt. Tokarc und Abdul Fesenmeier vor dem Tor, kein Elfmeter, Spiel läuft weiter, gute Chance vertan. Eine sollte er noch bekommen, nächster Ballverlust der Frankfurter im Aufbau und wieder 2-1. Diesmal probiert Fesenmeier alleine, setzt sich durch, scheitert dann aber am Stirn. 80. Spielminute, die SGE bisweilen unsichtbar und Leverkusen auf der Suche nach der Vorentscheidung. Der Ball in die Mitte und Aymed Asil mit Auge und Präzision zum 3-0. Da war sie also, die Vorentscheidung. Treffer vom 17-jährigen defensiven Mittelfeldspieler. Jetzt passt es auch mit dem Abschluss. Vorhin noch die gute Möglichkeit vergeben. Das war gleichzeitig die letzte Aktion der Partie. Bayern 04 Leverkusen überrennt Eintracht Frankfurt im U19-Testspiel mit 3-0. Trainer von Aalen jetzt bei uns am Mikrofon. Ja gut, wir hatten jetzt in den letzten Tagen doch schwierige Bedingungen wegen dem Schnee und wegen dem Eis. So, und für uns war jetzt einfach wichtig, einfach mal auf guten Bedingungen, heute war der Platz gut, zu spielen und da unseren Ausbildungsgedanken weiter zu verfolgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.